Eigentlich dachte ich ja, ich halte jetzt den Führerschein in den Händen und sage, yay, da ist das Ding. Aber ich stehe jetzt hier direkt vor diesem Verkehrsübungsplatz der Fahrschule, beziehungsweise hier wird dann auch die Prüfung für meinen Motorrollerführerschein abgelegt werden. Und zwar habe ich jetzt gerade den Termin gemacht, nachdem ich das Certificate of Residence abgeholt hatte, was wir brauchen, oder ja, um hier einen Führerschein dann überhaupt beantragen zu können, machen zu können. Nachdem ich das dann hatte, habe ich mich nochmal erkundigt bei der Führerscheinstelle, wie jetzt im Moment der Ablauf ist, weil das ist jetzt tatsächlich im Moment gerade ganz anders als vor Corona-Zeiten. Und zwar ist es jetzt verpflichtend, dass ich jetzt zu einer Fahrschule gehen muss und eben dann auch jeweils die Praxisprüfung und die Fahrprüfung ablegen muss. Beim letzten Mal quasi, als wir den Führerschein gemacht hatten hier vor Corona, da war das so, dass es dann direkt an der Führerscheinstelle kommt man direkt hin, macht dann dort quasi diese 4 Stunden Unterricht, was es damals waren, und kann dann eben auch dort die Praxisprüfung machen und die Theorieprüfung. Also das ist so im Großen und Ganzen gleich geblieben, nur dass es halt jetzt nicht mehr direkt bei der Führerscheinstelle stattfindet, sondern eben bei einer Fahrschule gemacht werden muss, einfach aus, ja, Covid-Gründen. Am Ende des Videos, da machen wir eine komplette Aufsummierung dann auch, ja, was dann auch die Führerscheinausstellung tatsächlich noch kostet, wie dann eben so die Endsumme aussieht. Aber ich kann ganz klar sagen, vor Corona-Zeit sah das ganz anders aus. Also das ist jetzt bestimmt schon der 10-fache Preis, aber trotzdem mit deutschen Preisen für einen Führerschein nicht zu vergleichen. Heute war mein erster Tag in der Fahrschule. Ein richtig vollgeladener Tag. Also sowas habe ich auch wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Das ist richtig wie, ja, wie eben zur Schule zu gehen. Ne? Ein vollgepackter Tag von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und ja, das ging dann eigentlich los. Hier erstmal in der Anmeldung muss man eben nochmal die Gebühr bezahlen. Da hatte ich schon mal eine Anzahlung für geleistet und musste jetzt den Rest eben noch bezahlen, bevor es losging. Und dann wurde auch bei der Anmeldung, bevor es dann eben zum Unterricht ging, noch einmal ein Fingerprint genommen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Okay, auf jeden Fall genau, einmal Fingerprint abgeben. Und dann ging es eigentlich auch schon los mit dem Unterricht. Da waren wir in einem ziemlich kleinen Raum dann erstmal. Und ja, ich wurde direkt in die Mitte platziert, also war auch gar keine Möglichkeit, da mal zwischendrin irgendwie mehr oder weniger heimlich zu filmen und noch irgendwas ins Mikro zu quatschen. Da hätte man einfach, hätte man alles gehört und auch die anderen gestört. Der Lehrer hat natürlich vorne auf Thai so ein bisschen was erklärt, einfach zum Ablauf, was eben gemacht wird, wie die Prüfung abläuft, was der Tag eben so hergibt. Dann hat er uns eben auch noch kurz ein englischsprachiges Programm aufgemacht. Einfach so ein kleines Trainingsprogramm, wo wir Fragen beantworten konnten. Und zwar waren das 10 Sets mit jeweils 50 Fragen. Also insgesamt 500 Fragen, wobei ein paar sich wiederholt haben. Also es waren wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber eben so Übungsfragen, dass man schon mal auf die Prüfung vorbereitet wird. Und bei der Theorieprüfung ist es dann ja so, dass man 50 Fragen gestellt bekommt und davon maximal 5 falsch beantworten darf. Und das heißt, ich habe jetzt wirklich den ganzen Tag eigentlich bis zur Mittagspause erstmal nur damit verbracht, Fragen zu beantworten und diese Sets durchzugehen. Und dann kann man die eben einmal durchmachen und bekommt dann danach auch angezeigt, welche man falsch beantwortet hat, kann sie nochmal das richtige Ergebnis anzeigen lassen, oder man macht erstmal Trockenübungen und geht einfach nur die Antworten durch und lässt sich dann die Fragen stellen. Also da kann man sich dann so ein bisschen selber durcharbeiten. Naja, auf jeden Fall, dann war eben eine Stunde Mittagspause und danach ging es dann gleich nochmal weiter. Also nochmal ein paar Stunden Fragen durchüben. Also das war dann wirklich, da hat einem schon echt der Kopf geraucht oder eher bin ich schon fast vor diesen Fragen eingeschlafen und dann lässt auch die Konzentration irgendwann nach. Dazu kommt, dass diese Fragen manchmal ja natürlich ein bisschen tricky für mich sind. Also die sind natürlich alle auf Englisch. Dazu kommt dann, dass ich manche Wörter dann in den Fragen schon gar nicht kannte und mir dann erstmal ein paar Wörter noch übersetzen lassen musste. Oder manchmal bezieht sich die Frage auf ein Bild, aber das Bild ist einfach nicht dabei. Und dann kannst du einfach nur raten und dann eben nachher in der Auflösung
anzeigen lassen, was ist denn die richtige Antwort und so. Einfach eine Weile durchüben. Zwischendurch mussten wir noch so ein paar Tests machen, also Reaktionstest. Das war zum einen ein, so ein Bremstest. Also man hatte ein Gaspedal und ein Bremspedal und vorne hat man so eine Art Ampelsystem gehabt, wo eben ein grünes Licht leuchtete und solange das grüne Licht leuchtet, sollte man Gas geben und sobald eben das rote Licht aufleuchtete, dann eben abbremsen. Also das hat ganz gut funktioniert, konnte ich jetzt leider auch währenddessen nicht filmen. Mal gucken, ob ich noch irgendwie eine Aufnahme herkriege. Dann war noch mal ein anderer Reaktionstest, wo sich so ein Stab in so einem Kasten einfach so nach vorn und nach hinten bewegt hat. Und man musste auf einen roten Schalter drücken, bevor dieser Stab an der Rückwand ankommt. Und dann wiederum hat sich der Stab nach vorne bewegt und man sollte stoppen, wenn eine gewisse Markierung erreicht war. Also da war nochmal ein zweiter Stab und wenn die auf gleicher Höhe stehen, sollte man eben nochmal wieder auf grün drücken, um diesen Stab anzuhalten. Das ist einfach so ein Test zur Tiefenwahrnehmung gewesen. Und dann gab es noch einen Test zur Farbwahrnehmung, wo eben auf so einem Farbkreis aus einer Distanz auf verschiedene Kreise gezeigt wurde, in Gelb, Grün oder Rot. Und dann sollte man da eben diese Farbe ansagen. Ja, also das wurde natürlich mit Bravour bestanden. Ich wüsste auch nicht, dass das jetzt irgendwem schwer gefallen ist. Also das sah eigentlich jetzt bei allen ganz gut aus hier. Irgendwann am Nachmittag, als wirklich mir dann schon der Kopf geraucht hat, ich dachte, jetzt geht gar nichts mehr mit Fragen beantworten. Da ging es dann tatsächlich auch ein bisschen noch an die Fahrpraxis. Und wir wurden mitgenommen und sollten dann eben hier schon mal so ein paar Runden im Parcours fahren, um uns auf die praktische Prüfung vorzubereiten. Und da gab es dann halt einfach so eine Anleitung, in welcher Art und Weise man eben da durchfahren sollte. Hier einmal abbiegen, dann ein paar Mal am Stoppschild anhalten, dann im Slalom durch so ein paar Hütchen fahren. Und die eine Übung, die aber auch wirklich die schwerste von allen ist, und die haben wirklich einige nicht hingekriegt, und zwar das Balancieren. Das ist auf so einem gelben Streifen oder Art Balken, der sich ein paar Zentimeter vom Boden erhebt und der ist, ich habe jetzt die Meterangabe vergessen, ein paar Meter lang auf jeden Fall und man soll eben 10 Sekunden lang auf diesem Streifen balancieren. Man darf eben nicht runterfallen und soll da langsam drüber fahren und das ist mit die schwerste Aufgabe an dieser Prüfung und die konnten wir jetzt eben schon mal anfangen zu üben. Wir hatten 5 Runden, die wir da durchmachen sollten, indem wir das fahren konnten. Beim ersten Mal hat es mich natürlich gleich mal von dem Balken runtergehauen. Dann die nächsten 2 Mal konnte ich drüber. Beim dritten Mal hat es mich wieder runtergehauen. Und beim letzten Mal hat es dann wieder geklappt. Also zumindest schon mal 3 von 5. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann morgen auch noch mal klappt, die ist schon mal da. Genau. Ja, und jetzt wurden wir eben wieder hier reingebracht. Jetzt habe ich aber tatsächlich noch einen Film eingeschaltet bekommen, dass ich den nochmal angucken kann. Das Interessante ist eigentlich, den Film hätte ich vielleicht vorher schon gebraucht, weil eben in diesem Film ja auch diese ganzen Fragen beantwortet werden. Also es ist von der Reihenfolge jetzt so, dass dieser Film natürlich mehr Sinn gemacht hätte, bevor man die Fragen beantwortet. So weit, so gut. Ich denke, mit den Fragen komme ich auch wunderbar zurecht. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nicht durchkommt. Jetzt kann einfach jeder noch so ein bisschen für sich nacharbeiten oder halt das Ganze noch mal weiter üben. Fakt ist aber, wir mussten uns eben dann auch nach der Mittagspause nochmal mit Fingerprint wieder anmelden, dass wir auch wieder da sind. Und da wurde eben dann auch tatsächlich somit kontrolliert, dass man eben tatsächlich teilgenommen hat, dass auch tatsächlich die Person, die anwesend sein sollte, auch wieder anwesend ist. Und jetzt um 6 Uhr ist eben dann quasi wieder ausstempeln mit Fingerprint, dass dann eben klar ist, man hat auch den ganzen Tag teilgenommen. Tag 2 in der Fahrschule. Und bei meinem Glück mit dem perfekten Wetter heute früh im absoluten Regen. Und heute ist ja Prüfung angesagt, also vor allem aber auch praktisch draußen. Das heißt, jetzt mal hoffen, dass der Regen irgendwie demnächst wieder verschwindet und sich hier ausgeregnet hat. Sonst wird es ein ziemlich nasser Tag heute werden. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall heil hier angekommen, ist ja schon mal schön. Das ist nämlich auch so eine witzige Sache in Thailand.
Es wird davon ausgegangen, dass man ja schon fahren kann. Also wir hatten tatsächlich gestern zwei Personen in der Klasse dann auch, die noch nie auf einem Roller gesessen sind. Die sind natürlich davon ausgegangen, dass man in der Fahrschule Fahren beigebracht bekommt und hatten einfach eine andere Erwartung und die konnten dann natürlich da jetzt gar nicht mehr mitmachen. Die werden jetzt allerdings von der Fahrschule nochmal richtige Fahrunterrichtsstunden bekommen und können dann an einem anderen Tag ihre Prüfung machen. Auf jeden Fall, was eben davon ausgegangen wird, wie gesagt, ist, dass man schon fahren kann. Und deswegen ist es auch gar nicht so erstaunlich, dass ganz viele mit ihrem eigenen Motorbike oder Auto schon herkommen. Also das, auch das ist üblich, dass man das eigene Gefährt mitbringt zur Fahrprüfung und die Fahrprüfung eben auf dem eigenen Motorrad absolviert. Ich glaube, der Regen wird jetzt schon ein bisschen schwächer. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt geht los. Wir sehen uns später wieder. In der Fahrschule ist vorüber und das war dann eben so nach der Mittagspause, da stand dann die praktische Fahrprüfung an. Los geht's! Und wir mussten alle durch so ein Parcours fahren. Das war irgendwie, sag mal so mehr oder weniger einmal im Kreis, da dann an dem Stoppschild anhalten, abbiegen, über so eine kleine Brücke fahren, auch nochmal stoppen und dann über ein, auf dem Boden liegendes Objekt, ein längerer Balken, ein paar Zentimeter breit, über den man fahren sollte, langsam, also so, dass man sich mindestens 10 Sekunden Zeit lässt. Und da bin ich natürlich beim ersten Mal drüber gesäbelt, aber beim zweiten Mal hat es dann geklappt und somit ist dann die Fahrprüfung bestanden gewesen. Da bin ich wieder. Und dann ging es jetzt anschließend doch zur Theorieprüfung und da wurden wir eben in so ein System eingeloggt vom Department of Land and Transportation und mussten da eben dann so 50 Fragen beantworten und es waren eigentlich wirklich genau die Fragen, auf die wir ja schon vorher in diesen Demo-Versionen vorbereitet wurden, die da vorher schon abgefragt wurden, nur dass dann halt die Antwortmöglichkeiten in einer veränderten Reihenfolge da standen, also sprich, dass man sich einfach nicht irgendwelche Nummern auswendig merken kann oder so. Man sollte halt die Antworten kennen. War alles in allem gut machbar und mit 49 von 50 Punkten direkt bestanden und somit kann ich dann jetzt weiterziehen und meinen Führerschein beantragen gehen. Ich war jetzt gerade hier im Climo Hospital für den Health Check, den ich für meinen Führerschein brauche. Das ist einfach ein Formular, das dann mit abgegeben werden muss und es ging jetzt eigentlich ziemlich schnell. Ich musste reingehen, mich da kurz anmelden, klar ein paar persönliche Daten abgeben, als erstes den Blutdruck messen, dann einfach noch ein paar Gesundheitsfragen beantworten. Nach einer kurzen Wartezeit konnte ich dann zum Arzt. Der hat einfach nur mit einer Taschenlampe in meine Augen geleuchtet, das kurz gecheckt, einmal in den Rachenraum geleuchtet und die Herztöne abgehört. Und damit war eigentlich dann auch schon diese Konsultation dann auch schon wieder beendet. Das war alles, was der Arzt dann eben auch geprüft hat, hat auch noch mal kurz gefragt, ob ich irgendwelche Krankheiten habe oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme, das dann eben auch verneint. Und damit wurde ich dann auch schon wieder mit meinen Papieren zur Kasse geschickt und habe dann dafür 200 Baht bezahlt und habe jetzt eine Bestätigung über diesen Gesundheitscheck und kann den dann eben mit zur Führerscheinstelle nehmen für die Führerscheinbeantragung. Ich stehe jetzt vor dem Land Transport Office mit all meinen Unterlagen, die ich brauche, um den Führerschein dann eben noch zu bekommen. Also da ist jetzt eben das Zertifikat von der Fahrschule dabei, dass ich da eben Theorie- und Praxistests bestanden habe. Dann habe ich die Bestätigung vom Krankenhaus für den Health Check
und das Residence Certificate. Und die Sachen bringe ich jetzt eben alle da rein und ja, kriege dann vermutlich sofort meinen Führerschein hier ausgestellt und werde dann gleich hier raus spazieren und den in die Kamera halten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Eigentlich dachte ich, ja, ich halte jetzt den Führerschein in den Händen und sage, yay, da ist das Ding. Aber aus einem guten Grund habe ich ihn jetzt noch nicht. Und zwar habe ich gleichzeitig jetzt, als ich sowieso schon da war, noch gefragt, wie es denn eigentlich ist, mit dem PKW-Führerschein den umschreiben zu lassen. Weil das haben wir jetzt einfach so noch ein bisschen weggeschoben, weil wir im Moment ja auch noch kein Auto haben. Aber ich dachte jetzt einfach, ich frage mal nach, wie sieht's aus, was braucht man dafür? Gibt es da irgendwie bestimmte, was Bestimmtes zu beachten? Und dann hat sie gemeint, wenn du das am gleichen Tag machst, dann brauche ich einfach nur von allen den Dokumenten, die ich jetzt sowieso schon gemacht habe, einfach nur Kopien machen, also diesen Gesundheitscheck nochmal kopieren. Klar, vom Reisepass und vom Visum braucht sie natürlich auch jeweils noch Kopien. Führerschein, internationaler Führerschein muss natürlich beides da sein. Was war es noch? Das Residence Certificate, in dem Fall muss ich es mir nicht nochmal extra ausstellen lassen, wenn ich eben am selben Tag beide beantrage. Also sprich, ich kann jetzt einfach dieses Residence Certificate, das ich jetzt für den Motorroller bekommen habe, das kann ich jetzt einfach kopieren und das dann eben auch noch mitgeben. Das heißt, ich werde jetzt heute einfach nochmal schön alles fein säuberlich kopieren, unterschreiben, wie gewünscht und komme dann einfach morgen nochmal hierher und habe dann tatsächlich sogar zwei Führerscheine dann. Das ist natürlich doch gleich noch ein besserer Deal, dann ist das nämlich auch gleich mit abgehakt. So, jetzt aber, da sind die Dinger. Und jetzt gleich zwei auf einmal, sehr cool, echt, freut mich, top. Also es hat super geklappt jetzt, ich musste... ja, habe eben die Kopien dann jetzt nochmal mitgebracht heute und musste nochmal einmal kurz den Farbtest machen. Also das war quasi so eine Ampel, wo einfach dann eben willkürlich eben mal grün, mal gelb, mal rot aufgeleuchtet hat. Und ich musste eben ansagen, was da jetzt gerade für eine Farbe leuchtet. Und ja, das war es dann eigentlich soweit. Die Papiere abgegeben und dann halt das nochmal geprüft, bezahlt, Foto gemacht und dann wird der Führerschein direkt ausgedruckt. Und jetzt eben nochmal das Spannendste natürlich, was hat das Ganze gekostet? Also da war ja zum einen die Fahrschule, die hat mich 1.500 Baht gekostet. Dann kommt dazu der Gesundheitscheck, der hat mich 200 Baht gekostet. Beim Residence Certificate habe ich die Wartezeit in Anspruch genommen, deswegen hat es für mich jetzt nichts gekostet, aber wir hatten ja vorab schon mal gesagt, dass wir direkt am nächsten Tag haben wollten. Das hatte 500 Baht gekostet, also für den Fall, dass ihr da nicht die Wartezeit einhalten wollt, würde das 500 Baht kosten. Und der Rollerführerschein, der hat 105 Baht gekostet. Und was jetzt dazu kam, womit ich ja quasi gar nicht gerechnet hatte eigentlich, und das ist natürlich jetzt somit, sage ich mal, ein komplett eigenstehender Posten, würde ich jetzt mal so behaupten, ist eben dieser Autoführerschein, der jetzt gerade mal 205 Baht gekostet hat, plus ein paar Kopien, die ich noch machen musste, 20 Baht. Also der war jetzt natürlich einfach nur so ein kleines i-Tüpfelchen noch oben drauf, mit dem hatte ich ja gar nicht gerechnet. Wenn ihr natürlich jetzt nur einen PKW-Führerschein macht, dann kann es eben auch wiederum sein, dann braucht ihr eben dieses Residence Certificate und einen Health Check eben natürlich auch. Dadurch, dass ich ja den Tipp bekommen habe, wenn ich jetzt beides gleichzeitig abgebe, reicht es einfach, Kopien zu machen. In dem Fall kann man das dann quasi so miteinander verschmelzen, irgendwie diese Kosten. Jetzt bin ich auf jeden Fall glücklich, habe ich beide Führerscheine schon direkt erledigt und kann jetzt hier die Straßen unsicher machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ergänzungen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten. Ciao!